Apfelessig wird schon seit Ewigkeiten in der Küche und in der Naturmedizin verwendet. Viele sagen ihm gesundheitliche Vorteile nach, wie zum Beispiel Gewichtsabnahme, Verbesserung des Blutzuckerspiegels oder Linderung von Sonnenbrand. Apfelessig ist ein Naturprodukt, das aus zerkleinerten und fermentierten Äpfeln hergestellt wird, wodurch eine Vielzahl gutartiger Bakterien entsteht. Das Ergebnis ist ein Essig, der reich an Essigsäureverbindungen ist und seit langem als Volksheilmittel verwendet wird. Was genau Apfelessig kann, zeigen wir dir heute. Nummer 1: Er hilft bei der Heilung von Sonnenbrand und anderen Hautverletzungen. Leichte Sonnenbrände werden oft mit einem kühlen Wasserwickel, einem kühlen Bad, Aloe-Gel oder einer Feuchtigkeitscreme behandelt. Andere wiederum schwören auf Apfelessig. Er kann in ein kühles Bad gegeben oder mit kühlem Wasser gemischt und auf die betroffenen Stellen gesprüht werden, um den Schmerz zu lindern. Es gibt allerdings kaum Beweise dafür, dass Apfelessig die Schmerzen bei Sonnenbrand lindern kann. Er hat jedoch starke keimbekämpfende Eigenschaften. Er kann dazu beitragen, Hautinfektionen zu verhindern, die durch Sonnenbrand und andere Hautverletzungen verursacht werden. Apfelessig sollte nicht in voller Stärke oder starken Konzentrationen auf die Haut aufgetragen werden. Auch bei schweren Verbrennungen sollte er nicht verwendet werden. Bei größeren Sonnenbränden solltest du unbedingt deinen Arzt aufsuchen. Bei Mückenstichen, Giftefeu oder Quallenstichen kannst du eine schwache Apfelessiglösung auf die betroffene Stelle tupfen, um den Juckreiz und Reizungen zu lindern. Nummer 2: Gewichtsverlust. Eine kleine Studie, die 2018 veröffentlicht wurde, verfolgte die Gewichtsabnahme von zwei Gruppen von Menschen über einen Zeitraum von 12 Wochen. Beide Gruppen nahmen weniger Kalorien zu sich. Eine Gruppe nahm zusätzlich 30 ml Apfelessig pro Tag zu sich. Am Ende der Studie hatte die Essiggruppe mehr Gewicht verloren. Sie verloren übrigens auch mehr viszerales Fett. Das ist das Fett um die Organe in deinem Bauch, das mit einem höheren Risiko für Herzkrankheiten in Verbindung gebracht wird. Die meisten Menschen nehmen mehr Apfelessig zu sich, weil sie ihn zum Abnehmen verwenden. Manche nehmen ihn sogar in Form von Nahrungsergänzungsmitteln ein. Nummer 3: Blutzucker. Die Essigsäure in Essig kann Enzyme blockieren, die dir helfen, Stärke zu verdauen. Stärkehaltige Lebensmittel wie Brot, Nudeln und Reis können den Blutzuckerspiegel nach dem Essen in die Höhe schnellen lassen. Die Einnahme von Apfelessig könnte also zu einem geringeren Blutzuckeranstieg nach stärkehaltigen Mahlzeiten führen. Eine 2017 in der Zeitschrift Diabetes Research and Clinical Practice veröffentlichte Studie zeigte, dass die Einnahme von Essig zu den Mahlzeiten den Insulinspiegel senkt. Insulin ist ein Hormon, das dem Körper hilft, Zucker zu verwerten und das bei Diabetes erhöht ist. Apfelessig senkte auch den Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit. Um eine Mahlzeit mit Apfelessig zu verfeinern, kannst du ihn über Salate, in Marinaden oder Soßen geben. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Schau auch auf unserem neuen Kanal BodySculpt vorbei, wo wir jede Woche neue Videos zum Thema Abnehmen, Muskelaufbau und Fitness hochladen. Das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag!